So, erst einmal zu der Frage überhaupt allgemein, was ist eine OHG? OHG steht für offene Handelsgesellschaft. Es ist ein Personenzusammenschluss. Der Zweck ist, ein Handelsgewerbe unter gemeinschaftlicher Firma zu betreiben. Die Eintragung erfolgt ins Handelsregister. Es reicht ein formloser Vertrag. Allerdings wird empfohlen, dass man es immer in Schriftform machen sollte. Die Mindestpersonenanzahl beträgt 2. Kommen wir zu der nächsten interessanten und vor allen Dingen sehr, sehr prüfungsrelevanten Frage. Wie haftet eine OHG? Also eine OHG, eine offene Handelsgesellschaft, haftet mit ihrem gesamten Betriebsvermögen und die Gesellschafter haften noch darüber hinaus mit ihrem gesamten Privatvermögen. Die Haftung der Gesellschafter gegenüber Gläubigern ist nicht auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Das heißt also, alle Gesellschafter haften unbeschränkt, solidarisch und unmittelbar. Diese Fachbegriffe solltet ihr auswendig lernen. Also nochmal, alle Gesellschafter haften unbeschränkt, solidarisch und unmittelbar. Unbeschränkt bedeutet, dass sie mit ihrem ganzen Vermögen haften. Solidarisch bedeutet so viel wie gesamtschuldnerisch. Das bedeutet, dass ein Gesellschafter auch für alle anderen Gesellschafter haftet, was natürlich das Außenverhältnis betrifft. Im Innenverhältnis logischerweise können sich natürlich die Gesellschafter dann individuell einigen, wie sie das regeln. Unmittelbar bedeutet, dass sich der Gläubiger eben direkt, also unmittelbar, an die Gesellschafter wenden kann. Er muss sich zum Beispiel nicht erst an die OHG wenden. So, noch ein paar ganz allgemeine Informationen. Also die Gesellschafter zahlen natürlich Einkommenssteuer. Die Einkommenssteuer richtet sich gemäß dem individuellen Einkommenssteuersatz. Rechtsfähigkeit ist die Teilrechtsfähigkeit. Das bedeutet so viel wie: Träger von Rechten und Pflichten sind allgemein die Gesellschafter. Allerdings kann die Gesellschaft, also die OHG, unter ihrer eigenen Firma auch Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen. Zum Beispiel können Eigentum erworben werden oder auch Rechte an Grundstücken kann erworben werden. Es kann vor Gericht verklagt werden, geklagt werden. Und so weiter. Deshalb spricht man von einer sogenannten Halbrechtsfähigkeit der Personenhandelsgesellschaft. Aber ich glaube, das führt jetzt auch zu weit. Die Kosten der Rechtsform sind sehr gering. Die Kapitalbeschaffung ist hier ein großer Vorteil, aber auf die Vorteile werden wir später nochmal eingehen. Ein großer Vorteil deswegen, ja, natürlich, die Gesellschafter weisen eine hohe Kreditwürdigkeit aufgrund der Haftung auf. So, noch ein paar weitere allgemeine Informationen. Also die Leitung und Vertretung, da haben wir das Prinzip der Selbstorganschaft. Das heißt also, die Leitung und Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch die Gesellschafter. Das besagt eben diese Selbstorganschaft. Was den Gewinn und Verlust anbelangt, ist es so geregelt, ganz allgemein, wie es eben im Vertrag aufgeführt wird. Ansonsten gilt immer 4% auf den Kapitalanteil gemäß Paragraph 121 HGB. Ja, der Rest wird eben einfach dann nach Köpfen geregelt. Das ist typisch für die Personengesellschaft. Was die Steuerbelastung anbelangt, nochmal kommen wir nochmal auf die Steuern kurz zu sprechen. Also natürlich, die OAG ist gewerbesteuerpflichtig und die Gesellschafter müssen natürlich ganz normal Einkommenssteuer bezahlen. Was man sich merken kann und was auch ein Vorteil der OAG ist, ist, dass es einen Gewerbesteuerfreibetrag von 24.500 Euro gibt. Ein großer Vorteil der OAG ist die sehr gute Kreditwürdigkeit, da die Gesellschafter mit ihrem gesamten Privatvermögen haften.
Außerdem bedarf es bei der Gründung einer OAG keinerlei Mindestkapital. Ein dritter Vorteil, es gibt natürlich noch weitere, aber ich wollte jetzt einfach mal drei Stück aufzeigen, ist natürlich der Gewerbesteuerfreibetrag von 24.500 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die genaue Zahl kennen müsst, aber ja, da es eben eine Personengesellschaft ist, kann man diesen Gewerbesteuerfreibetrag nutzen. Kommen wir zu den Nachteilen. Aufgrund der gesamtschuldnerischen Haftung gibt es bei der OAG im Innenverhältnis ein Widerspruchsrecht. Für ungewöhnliche Geschäfte sind einstimmige Gesellschafterbeschlüsse erforderlich. Weiterhin kann man natürlich als Nachteil oder muss man auf jeden Fall bezeichnen, die uneingeschränkte Haftung eben auch mit sämtlichem Privatvermögen. Das ist natürlich ein großes Risiko. Außerdem, es muss wirklich Vertrauen und Einigkeit unter den Gesellschaftern herrschen. Das ist wirklich eine Voraussetzung, um eine OAG erfolgreich zu führen. So, da sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Klausur. Viel Glück sagt man nicht. Das habe ich von einem Profiboxer gelernt, Senat Gashi. Ein Boxer aus meiner Heimat, der sich immer extrem darüber aufregt, wenn man ihm viel Glück wünscht, weil er meint, ja, Glück braucht er nicht. Er braucht Erfolg. Es wird zu all den Gesellschaftsformen, da kann ich euch empfehlen, auch Fallbeispiele geben, wo ihr entscheiden müsst und natürlich am Ende wird es eine Lösung geben, wo es dann aufgedeckt werden wird, welche Gesellschaftsform in welchen Fällen anzuwenden ist. Weil ich weiß ja nicht, wie das bei euch in der Klausur sein wird, ob da einfach nur stupide Fragen gestellt werden oder ob ihr wirklich das auch anwenden müsst. Ja, und vielleicht einige, die im wahren Leben mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen. Für die sind diese Fallbeispiele natürlich umso interessanter. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg bei euren Klausuren. Ciao.